So, genug davon gelabert. Ich meine, wir haben kompletten Part damit voll bekommen, können wir jetzt also auch endlich mal das Themengebiet wechseln und zu diesem gottverlassenen Rathalos zurückkehren. Ich meine, ich bin ja auch atheistisch, aber so wie der abgeht, geht selbst der Joker steil. Einfach wie wild und verrückt der hier rumfliegt. Wie gesagt, ich kam noch nicht häufig genug dazu, um ihn wütend zu schlagen. Was so, Dankeschön. Was so meiner Meinung nach das erste sein sollte, was ich hinkriege. So, guck mal, 3 Schläge, hey, er ist wütend. Nochmal 3 Schläge, hey, er liegt mir zu Füßen. Aber nein, ich schlag ihn zu Füßen. Ich bin für mich in die Knie gegangen, um ihn irgendwie in der Höhe, die er war, sehen zu können. Ne, mein Best-of oder mein Special für 1000 Abonnenten soll abgehoben heißen. Hashtag abgehoben. Aber ich will nicht den Rathalos promoten. Vielleicht überlege ich mir das nochmal, weil was der hier macht, ist Hashtag abgehoben. Er ist so hart über mir, ich komme halt dann leider in keinster Weise dran. Aber wenigstens kann ich wunderschön hier diesem Windstoß ausweichen, indem ich zu weit weg stand, um dann nicht zu treffen. Naja, ne, war zu erwarten, wie gesagt, was willst du machen? 3 Wochen Monster Hunter Abstinenz. Oh shit! Das haut halt selbst den härtesten Jäger dann irgendwie aus den Latschen. Da kannst du nicht mithalten, da ist dann halt einfach Schluss, aus, vorbei und dann schwitze ich noch dazu. Ich meine, nicht nur, weil es hier so heiß am Vulkan ist, nein, ich bin einfach so scheiße heiß, bin scharf und das bringt den meisten schon weiche Knie und meine schwelzen. Ich rede so geschwollen, leider kommen da meine Wörter nicht richtig raus und meine schmelzen dabei halt auch weg. So, das ist jetzt natürlich auch richtig ungünstig. Ich hatte vorhin noch die kurze Idee, ihn zu painten und da habe ich mir gedacht, ne, Junge, der landet gerade. Jetzt hast du die Chance, endlich mal ein bisschen Schaden reinzuhauen und ihn wütend zu machen. Habe ich ja auch, wie ihr alle gesehen habt, wunderbar geschafft. Aber leider habe ich dann vergessen, im Nachhinein den Paintball zu werfen. Also geht jetzt die große Suche los. Schön. Wenigstens habe ich ein bisschen was im Magen. Ist ja auch schon mal ein guter Start. Weil ich sehe mal irgendwo einen Heißluftballon. Das wäre doch mal ein guter Anfang. Hey, alles klar, Freundchen. Wo muss ich denn hinrennen? Hallo? Siehst du mich nicht? Ah, dankeschön. Einmal komplett in die andere Richtung. Okay, geht in Ordnung. Ich hätte mir vielleicht auch eine Karte mitnehmen sollen. Ich meine, ich bin hier gestartet, ne? Bin ich im Basislager gestartet? Weiß ich gar nicht mehr. Seht ihr mal, wie wenig ich aufgepasst habe. Nur wegen euch. Nur weil ihr unterhalten werden wollt. Ich unbedingt hier mit dem Wolf ablabern muss. Gibt es halt wieder mal einen Stark weniger. Ist bei Game of Thrones ja ganz normal. Da konnte ich mich nicht auf das wichtige Spielprinzip und Geschehen konzentrieren. So, ich überlege tatsächlich jetzt schon die Fallen zu benutzen. Ich habe an sich 4 mit. Das ist an sich schön. Das macht 4 Schaden. Ich glaube, ich hätte ihn sogar fangen müssen, um an die Hartschuppen zu kommen. Fällt mir gerade mal so wieder ein. Ich weiß nicht, ob es war unbedingt fangen oder unbedingt nicht fangen. Eins von beiden war es aber mit Sicherheit. Und ich werde auch mit Sicherheit das Falsche machen. Ach ja, meine Freunde. Die homosexuellen Schweinchen, behaarten Schweinchen, die hier unbedingt mich als Fresschen haben wollen. Ihre Hornigkeit und ihre Hauer in mich hineinhacken wollen. Warum auch nicht? Passt ja schön bei ihnen. So, jetzt eine Flashbang wäre richtig episch. Habe ich leider nicht. Also wir müssen warten, bis der auf die Idee kommt, doch mal zu landen. Hey! Er macht halt einen Sturzflug über den Boden drüber und meine Falle ignoriert's. Weil theoretisch kann der ja bloß fliegen, weil der Luft vor sich her strömen lässt. Gerade bei so einem Sturm. Alter! Alter! Leute! Leute! Ohne Scheiß! Profi! Dankeschön. Profi-Jäger ist anwesend, sagt er und rollt gegen die Flügel und kam da nicht durch. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch so treffen, dass er dabei in der Falle K.O. geht. Was ja jetzt nicht das Problem sein sollte. Hey, Profi-Jäger, professioneller Idiot, Profi-Idiotenjäger ist anwesend. Ist das nicht schön? Qualitativ hochwertiges Gameplay, es kann beinahe mit der Synchro mithalten. Ich bin begeistert. Warum muss der auch immer so zappeln? Normalerweise nehme ich Chloroform, da zappeln die nie so sehr. Egal, was mir gerade mal wieder einfällt, was auch noch gerade wichtig ist, so in der Welt passiert ist. Wir richten unseren Blick nach Hamburg, wir richten unseren Blick zu Angela Merkel, die nun am eigenen Leib die wichtigste und größte Regel einer jeden Heimparty gelernt hat: sei niemals der Gastgeber. Gilt scheinbar auch für sie. So wie es momentan in Hamburg aussieht. Ich meine, nach der Party will da keiner aufräumen. Also ich würde da nicht aufräumen wollen. Nach dem, was da alles gerade so an heißer Scheiße passiert. Das ist halt auch wirklich so geil. Normalerweise dachte ich, das wäre so ein typisches Ami-Ding. Aber ich dachte nicht, dass wir Deutschen den Trend da auch mitgehen. Also gut, wir haben halt auch unsere Trends, was so manchen Ansammlungen und Meinungsäußerungen angeht. Aber wir haben da sonst immer mehr Gas gegeben aus unseren eigenen Ideen. Und jetzt, ne, das einfach 1:1 Amerika übernommen. Guck mal, da wurde mal wieder ein Schwarzer erschossen. Lasst mal die Stadt retten, indem wir sie demolieren und zerstören. Lasst zeigen, dass wir keine Angst vor Schwarzen haben muss, indem alle Schwarze hier in dieser einen Stadt alles in Grund und Boden rammen und zerstören. Guck mal, lasst uns gegen Kapitalismus kämpfen, indem wir die Autos der hart arbeitenden Bevölkerung mit Molotow-Cocktails zerstören. Aber das halt direkt vor den Toren der größten Politiker, damit die anfangen umzudenken. Ah ja, die Zerstörung dieses Citroën hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, schrieb der Postillon. Ab jetzt werde ich eine komplett andere Vorangehensweise an die Dinge haben. Vielen Dank dafür, dass du diesen Citroën abgebrannt hast. Ne, aber wie gesagt, es ist halt wohl gegen Marktwirtschaft, war doch so, gegen Kapitalismus halt demonstrieren, zerstören die Autos der hart arbeitenden Bevölkerung. Vielleicht war es das einzige letzte, was diesen einen armen Menschen halt doch geblieben ist, der jetzt nicht mehr zur Arbeit kommt, wo er nach Berlin pendeln müsste, was weiß ich, und machen danach ein Selfie von sich auf ihren iPhone, um das überall auf Social Media zu posten. Hey, good job, guys. Good job. Ihr habt das Prinzip einer Demonstration verstanden. Ich finde es halt auch so krass, ich bin ja immer auf 9gag unterwegs, normalerweise sind da immer so grandiose und witzige Sprüche zu sehen, und jetzt siehst du halt tatsächlich Videos von Leuten, die aus ihrem Balkon heraus filmen, was die Typen machen. Und du denkst dir einerseits, okay, wo ist die Polizei? Warum können die Typen das machen? Polizei meint wohl, es sei zu gefährlich einzuschreiten. Also das ist jetzt bloß, habe ich gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich sehe halt, dass es passiert und die Polizei halt einfach machtlos ist. Wobei sich da die Berliner Polizei ja ganz gut rausgerettet hat, indem sie einfach vorher schon gesoffen, gegangbangt und gefeiert hat und dann wegen schlechten Benehmens nach Hause geschickt wurde. Hätten sie die schlechten Benehmenden mal dort gelassen, die hätten jetzt ganz gut helfen können. Auch wenn sie vorher halt ein bisschen Remi-Demi veranstaltet haben. Aber hey, naja, was soll's. So sind es halt weniger Polizisten, die halt heillos überfordert sind. Übrigens, Tipp fürs nächste G20-Treffen, sollte das jemals wieder dann in Hamburg stattfinden, macht das mal im Winter bei -10 Grad, ist so ein Wasserwerfer wesentlich eindrucksvoller. Und macht auch schneller die Demonstration kaputt, denke ich mal. Wobei es halt, ne... Was denken die Leute sich dabei? Denken die überhaupt dabei? Meine Mutter, die ist ja auch ganz krass, die ist ja eher vom alten Eisen, also nicht vom ganz alten Eisen, die hat aber halt ziemlich rockende Ideen, sagen wir es so. Die meinte, man soll die ganzen Leute einfach ins Arbeitslager schaffen. Das waren ihre Worte. Gut, sie ist nicht die 45er oder 33er Generation, sie ist die 66er sozusagen, heißt für sie ist Arbeitslager halt nicht automatisch tot, ist halt wirklich bloß Arbeit. Sie meint auch, Arbeit macht frei, hat so als Spaß das Zitat halt noch mitgenannt, ne? Alles schön und gut, Nach dem Motto, okay, es sind halt irgendwelche Jugendliche, die zu viel Aggression und zu viel Macht, also nicht Macht, sondern halt zu viel Spargel gegessen haben, jetzt zu viel Kraft in den Armen haben und irgendwie das Ganze loswerden müssen, ist ihre Meinung. Und halt letzten Endes deswegen, A, sie sollen nicht eingesperrt werden, weil es kostet ja den armen Steuerzahler wieder Geld und bringt kein Geld. Deswegen halt bringen in irgendein Kohle- oder Bergwerk, dort bringen sie halt der Gesellschaft noch irgendwas und können ihre überschüssige Energie ohne Probleme rauslassen. Finde ich jetzt nicht unbedingt die beste Option. So wie sterben, das wäre jetzt auch nichts für mich. Aber in gewisser Weise hat sie natürlich recht. Es würde die Leute von der Straße bringen, es würde Hamburg besser gehen. Sie würden was Sinnvolles tun, allerdings sollte man jetzt nicht demonstrieren als nicht sinnvoll darstellen. Was dann so ein bisschen damit hervorgehen würde, was ein bisschen Bullshit ist, weil es ist natürlich gut, dass sie demonstrieren. Ansonsten ohne Demonstration würde keine Besserung eintreten. Aber eine Stadt zu zerstören ist halt keine Demonstration, das ist halt einfach nur Aggression auslassen. Unnötig, an den falschen Leuten. Ich meine, wie wenig Empathie kann man haben, wie wenig kann man sich in andere Leute reinversetzen können, um einfach so massenhaft Eigentum von anderen zu zerstören, die nichts mit irgendeiner Krise, mit irgendwelchen Problemen zu tun haben. Also, das geht halt bei mir auch nicht wirklich rein. Und vor allen Dingen dann auch zu sagen, ja, hier, wir demonstrieren. Wahrscheinlich, ja, ne, geht in Ordnung. Da sieht man auch mal wieder, dass sowohl links als auch rechts ziemlich hart, also sowohl links als auch rechts extrem eigentlich nur Bullshit macht. Dass die Extremen eigentlich nur extrem sein wollen, ohne eine Message. Also vielleicht haben sie eine Message, also verstecken sich hinter einer Message, aber ob du linksextrem, rechtsextrem oder extrem gläubig bist, alles was du extrem machst, macht Schaden. Siehe Extremsportler. Ist jetzt vielleicht das beschissenste Beispiel, aber trotzdem, auch da gehen Sachen kaputt. Da gehen zwar die Menschen kaputt und der Glaube darin, dass irgendjemand sinnvoll gut Sport machen könnte, weil halt überall irgendwelche Drogen mit dabei sind, aber sobald du was extrem machst, geht irgendwas zu Schaden. Deswegen ist es ja extrem. So, komm, Junge, endlich. Dankeschön. Darauf habe ich jetzt lang genug gewartet. Wenigstens an dir kann ich ein bisschen meine Wut auslassen, dass sowas auf der Welt passiert. Aber hey, was soll's. Richtig hart rein war es ja nicht geschlagen, weil der letzte Treffer des Triple Pounds immer daneben ging. Aber hey, was soll's. Vielleicht kann ich ihn jetzt wenigstens dazu überreden, hier auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Um mich nicht so hart zu fisten. Oh, fuck. Ich sehe mein Leben davon schreiten. Ah, und ist auch das Tolle, wie dann im Nachhinein wahrscheinlich wieder bloß die im Hamburg dann die Polizeigewalt halt verurteilt wird. So, wie konnten die Polizisten so gewalttätig agieren? Ja, ich wette, indem sie Blumen auf die Demonstranten geworfen hätten, hätten die sich beruhigt. Und genau, was halt noch das Wichtigste ist, was man damit nochmal sagen muss, da stehe ich voll hinter meiner Mutter, als sie dann meinte, ja, jeder, der sich vermummt, um irgendetwas zu tun, macht etwas, wo er weiß, dass es falsch ist. Sie hat es irgendwie anders formuliert, das klingt ganz besser als das, was ich jetzt sage, aber zumindest die Message sollte klar sein. Weil wenn du wirklich für irgendwas demonstrieren willst, wenn du wirklich was ändern willst, wenn du hinter deiner Meinung wirklich stehst, dann vermummst du dich nicht. Warum solltest du? Du stehst dafür, dass das, was du dort tust, richtig ist. Dass das, was du dort erreichen willst, das ist, was du wirklich haben willst. Du stehst für deine Meinung ein. Ah, guck mal, er hat mich gerade erneut bemerkt. Ganz toll. Und was machen die? Die vermummeln sich, die machen Sachen kaputt, hätten die wirklich eine Meinung zu vertreten, würden die nicht vermummt auf die Straße gehen. Dann würden sie sagen, ja gut, ich habe dieses Fenster zerstört, ich habe dieses Auto explodieren lassen, weil ich damit will, dass wir zum, keine Ahnung, liberaler werden, sind ja links, dass meine Meinung erreicht wird. Ja, ich weiß nicht mal, für was sie demonstrieren. Ich meine, ist das nicht Sinn einer Demo, dass die Leute auf irgendwas aufmerksam gemacht werden? Bei der Demo werden wir darauf aufmerksam gemacht, wie gewalttätig Menschen sein können. Danke, wusste ich vorher schon. Ich habe Westworld gesehen, ich weiß, dass da so ein tiefer, finsterer Abgrund in jedem drin ist. Müsst ihr mir nicht extra zeigen. Auch wenn ich euren Einsatzbereitschaft natürlich vollends dabei unterstütze. Meine, wie gesagt, das ist eine Demo, wo niemand weiß, wieso. Also, man weiß, okay, es sind Linksextreme, die haben es angekündigt, deswegen machen die das. Deswegen, für das, was die stehen, wird demonstriert. Aber die laufen nicht durch die Straßen und rufen, wir sind das Volk oder wir wollen keinen Kapitalismus. Kapitalistenschweine, hört auf. Nein, die laufen durch die Gegend und werfen Molotow-Cocktails. Okay, manche Leute wollen halt die Welt nur brennen sehen und das ist das, was die wollen. Die Typen wollen nicht. Sie verstecken sich dahinter, dass sie das wollen, aber die wollen nicht in irgendeiner Weise die Welt verändern. Sie wollen die Welt brennen sehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, ansonsten würdest du dich nicht vermummen. Ansonsten weißt du, okay, ich mache irgendwas, was nicht richtig ist. Ansonsten würdest du dich halt, wie gesagt, nicht vermummen. Ich könnte jetzt sagen und argumentieren, ja gut, die machen das, um im Nachhinein nicht für ihre Verbrechen bestraft zu werden. Damit wissen sie, dass sie Verbrechen tun. Und wie gesagt, richtige Revolutionäre nehmen das, was aus ihren Verbrechen folgt, an. So, wie, ne, gehen wir mal wieder zu 45. Ich glaube, es hieß Rosamunde Pilcher und alle, die da irgendwie für die Juden gekämpft haben. Also nicht zum Frühstück, sondern wirklich zum Leben. Weil jeder braucht seinen Juden, um zu leben. Sorry, muss kurz sein. Die haben halt auch das nicht vermummt gemacht. Sie sind dafür eingestanden. Mit ihrem Gesicht, mit ihrem Namen, mit ihrem Allem. So wie man das normalerweise, wenn man für irgendetwas steht, tut. Aber nein. Die wären wahrscheinlich auch, wenn es so kommen wäre, auf die Straßen gegangen, hätten Sachen abgebrannt. Aber hätten sich dabei nicht vermummt. Und das liegt nicht daran, dass es damals im Dritten Reich keine Skimasken gab. Aber gut. Das Thema wird wahrscheinlich von jedem anderen YouTuber auch zu Genüge durchgenommen. Wahrscheinlich genauso hart durchgenommen wie Hamburg momentan. Und wie ich momentan von all den Monstern, die hier um mich drumherum regen. Ich hatte jetzt eine Minute, 6 Schläge, wo es ganz gut funktioniert hat. Und jetzt werde ich nur noch gefistet. Und gehörnert. Willkommen im Aufspieß-Club. Und heute gibt es für Sie einen Döner Sibab. Das hat schlechter geklungen, als ich gedacht habe. Döner Kebab à la Sinu. Mit Sinus Blut und Angstschweiß als Extrabeilage. Fuck, Mann. Da gibt sogar Honey gerade den Geist auf. Und ich habe keine Heilung mehr. Nein, Max-Rang würde ich jetzt ungern dafür benutzen. Ich hoffe einfach mal, dass Honey jetzt gleich auf die grandiose Idee kommt, mich zu heilen. Ansonsten haben wir hier jetzt ein großes Problem. Fuck. Liegt das jetzt daran, dass ich nicht eingespielt bin? Daran, dass ich sowieso schon immer scheiße war? Oder daran, dass ich so viel über andere Themen außer das Spiel rede? Ein Fall für das Galileo Mystery Team. Wie ihr das? Hier befindet sich die größte, geheimste Einrichtung der Welt. Nur 2 Leute haben Zutritt zu dieser Einrichtung. Hey, wir sind von Galileo. Wer, kommen Sie doch rein. Well, okay. Geht in Ordnung. Okay, kurze Konzentration auf das Spiel, was machen wir? Momentan machen wir Bullshit. Damit sollten wir gegebenenfalls aufhören. Wie gesagt, ich habe jetzt kurz ein bisschen Schaden reinhauen können. Wir sind schon, Alter, 23 Minuten am Kämpfen. Ich habe ihn irgendwie 6 Schaden gemacht. Von 6000. Okay. Heißt, es wird Zeit für unsere Fallen. Das heißt, es wird für eine Rathalos Zeit, das Gebiet zu wechseln. Ich sehe es jetzt schon kommen. Was? Er ist gleich im Gebiet A und O. Wo? Die Bofangos haben sich in mich verliebt. Glaub es mir. Es sind zum Glück nur 2. So. Das lief doch schon mal schön. Sowohl der Wolfango ist weg, als auch den Rathalos habe ich wunderschön mit allen meinen Schlägen getroffen. Und das sogar an den Stellen, wo es am meisten weh tat, ist doch geil und grandios. So, muss kurz sagen, normalerweise würde ich jetzt meinen, hey, guck mal, er ist schon dauerhaft wütend, er ist fast tot. Aber da ich mich jetzt gerade daran erinnere, dass Rathalos so ziemlich immer dauerhaft wütend ist, ist das leider bei ihm keine valide Aussage. Und ich wette, nach dem Kampf komme ich auch nicht mehr als valide hier raus. Daher, zumindest wenn ich so weitermache. Okay, jedes Deck an... Was? Junge? Was? What? Was? Nein! Hallo? Sei doch kein Gypsoros, spiel nicht tot! Was ist passiert? Wann habe ich dir Schaden gemacht? Bist du irgendwie zufällig zwischendurch gegen eine Wand geflogen? So wie Vögel sonst gegen irgendwelche Glasplatten? Hallo? Junge? Was ist los? Wach auf! Hallöchen! Was ist los mit dir? Wer hat dir erlaubt zu sterben? Ich habe gerade gesagt, du bist nicht fast tot. Meine Kraft des Vorhersehens, meine übernatürlichen Fähigkeiten, dass ich immer wusste, was passiert, sind ausgeschaltet. Meine Jägersinne haben sich in der Zeit zurückgebildet. Mit der Zeit zurückgebildet. Sie sind nur noch rudimentär vorhanden. Hallo Rudi. What the fuck? Okay, dann ist er halt fast tot. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, dass ich die Quest geschafft habe. Um Gottes Willen, nein. Halt, warte, nein. Du sollst den Namen des Herrn nicht beschmutzen. Ich nehme das als Hören. Oh, um Hanses Willen, nein. Klingt eh viel besser. Man sollte seinen eigenen Namen zum Fluchen nehmen. Gerade bei Spaniern klingt das gut. Nice. 2 Hartschuppen bekommen. Finde ich doch schon mal 3. Das finde ich doch schon mal hart geil. Quest nicht für umsonst gemacht. Also nicht für umsonst hier den Arsch abgeschwitzt. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Wir haben fast volle Anzahl Gegenpunkten. Finde ich super. So. Als nächstes, wo ich wieder irgendwelche Themen aufgreife, über die ich mich dann über Kopf und Kragen rede und bei denen ich 20 Minuten lang dasselbe sage, gehen wir jetzt mal nochmal kurz zu was über, wo ich mal ein bisschen Wechsel drin habe. Und zwar brauchen wir als nächstes C-Anatower-Sachen. U, Z und ich glaube, das soll ein Z sein, wenn ich mich richtig nicht verschrieben habe. Erstmal, bevor ich es vergesse, Rumpfpanzer können wir natürlich basteln. Nehmen wir ein bisschen unser Panzertape zusammen, kleben die gerade gesammelten Sachen Stückchen für Stückchen aneinander und dann passt das, würde ich sagen. Rathalos Panzer X. Alles klar. Nein, ich wollte ihn noch nicht anziehen. Egal. Habe ich jetzt exakt dieselbe Sache wie vorher an? Ne, ich hatte einen Diablos an. Alles gut, ist in Ordnung. So, C Anna Tower U. U war, glaube ich, jetzt sogar High-Rank. Heißt, wir sind Cephalos? Nein, aber das heißt, wir haben entweder die Sachen schon oder können sie relativ leicht bekommen. So, ich glaube, das habe ich sogar schon. Ich bräuchte eine Zange. Ich glaube, Klaue war Low-Rank und Zange High-Rank. Das geht in Ordnung, können wir machen. Was ich dann noch brauche, ist als andere beide Hüfte und Gamaschen mit Z. Kann ich hier mir schon was machen? Ich bin übrigens überrascht, dass ich genügend Geld habe, um mir irgendwas zu kaufen. Ich weiß, ich habe vorhin was verkauft, aber dass das so lange anhält, hätte ich nicht gedacht. Da ist hier eine Tower Beinzeug X. Brauchen wir nochmal schweres hier eine Tower Panzer, 2 Stück. Naja, das sollte machbar sein. Und für die Gamma-Haschen. Ich kenne den Text leider nicht. Nochmal. Ich brauche Gamaschen für die Gamaschen. Na, Gamma-tastig. Okay. Das heißt, es sieht grundsätzlich erstmal machbar aus. Jedoch habe ich jetzt erstmal Hunger. Ich wollte heute zwar den restlichen Tag so weit wie es geht aufnehmen. Alter, das sieht ja richtig beschissen aus so. Also überhaupt nicht, wie es sein sollte. Kurz mal das Set ändern, ansonsten werde ich hier noch als nicht modig und stilistisch gut erkannt. Wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt den ganzen Tag aufnehmen, weil ich vielleicht für die Woche bis zum Prüfungen, die am 14.07. sind, danach geht's ferientechnisch halbwegs voll weiter. Rede ich nochmal drüber, wenn es soweit ist und ich weiß, wie viel Zeit ich wirklich noch habe. Trotzdem, ich wollte jetzt noch ein bisschen mehr aufnehmen, wahrscheinlich nehme ich auch noch ein bisschen mehr auf. Allerdings, wie gesagt, ich schwitze mir hier einen ab. Ich muss vielleicht nochmal kurz sowas wie duschen und unbedingt was essen. Gut. Damit ich euch nicht aufesse, was schwierig wird, weil so durch die Kamera zu greifen, ich habe nur so einen kleinen Ausschnitt, da kann immer bloß so 3, 4, 5 Augäpfel von euch mit durchkommen. Die sind zwar lecker beim Auszutschen, aber hier das, ich habe ja auch, ganz wichtig, in der Zeit habe ich noch ganz viel Game of Quotes gespielt. Googelt das mal, falls ihr das nicht kennt, ist ein Spiel von Marc-Uwe Kling. Das ist der Typ mit seinem Känguru, also der die Känguru-Chroniken geschrieben habt. Nochmal da die Anmerkung, wenn ihr den nicht kennt, hört es euch unbedingt mal an. Also ihr müsst es nicht lesen, das ist ein Buch. Ich weiß, Seiten lesen ist doof, ne? Das ist so, passiert ja gar nichts. Aber Es gibt ein Hörbuch von dem Typen an sich vorgesprochen. Das kann man sich auf jeden Fall geben, ist richtig geil. So, ihr müsst nicht alles verstehen. Es gibt da so ein paar politische Themen, wo auch ich keinen Plan habe. Der Typ, der es geschrieben hat, kennt scheinbar alles. Ausnahmslos. Also vielleicht Physikkenntnisse, aber ansonsten ausnahmslos alles. Und wenn ihr was nicht versteht, nicht so schlimm, einfach zum nächsten Thema gehen. Ansonsten, ein Großteil ist für die große Masse verständlich. Auch ich weiß sehr viel von dem nicht. Aber ne, das, was da ist, ist sehr witzig. Deswegen kann man sich angucken. So, Game of Quotes, falsch zugeordnete Zitate. Einmal, was wir hatten, was erstmal auf den zweiten Gedanken witzig wird. Niemand kann den Kindern ihre Arbeit wegnehmen. Steve Jobs. Erst hat jeder nur so leichten Lacher gegeben, wegen Jobs und Arbeiter, ganz toll. Bis man merkt, das ist der Apple-Chef und niemand kann den Kindern ihre Arbeit wegnehmen. Geht klar. Powered by Emotion, Frauke Petri. Kinder, liebe Kinder, das war mir ein Vergnügen. Michael Jackson. Und was hat man noch? Genau, was ich eigentlich hinaus wollte. Der Appetit kommt beim Essen. Ein Kannibale. Und jetzt noch zum Abschluss, weil ich als Physiker diesem Witz nicht widerstehen konnte. Ich fand das Vorgehen ziemlich alternativlos. Der Determinismus. So, und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir doch... Ah, warte, eins noch. Das habe ich nicht aus dem Spiel, das habe ich aus dem Internet. Vielleicht zugeordnete Star Wars Zitate. Oder Star Wars vielleicht zugeordnet. Ja, ist doch gar nicht so schlimm. Ich kann es jetzt nur halbwegs. Ich habe es nicht komplett im Kopf. Ja, ist doch gar nicht so schlimm. Der Krebs ist doch bloß im Hirn, Herz, Niere und Leber. Alles Sachen, die ich zum Leben nicht brauche. Anakin Skywalker. So, damit adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.